Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich bei unserer Literatursendung Slow Food begrüßen. Das Buch, das wir heute besprechen wollen, ist von Paul Ferstl, Das Grab von Ivan Lendl. Paul Ferstl ist ein Leobner, er ist derzeit ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Wien. Er beschäftigt sich mit vergleichender Literaturwissenschaft und gilt mittlerweile, ich habe das nachgelesen, lieber Paul, in den Kritiken, als eines der erfolgversprechendsten Erzähltalente in diesem Land. Und du hast bereits Romane vorgelegt, Der Knoten oder Fischsitter, und auch einige Stipendien bereits erhalten und einen renommierten Preis, den wir hier hervorheben wollen, das ist der Rambaud-Preis des Standards gemeinsam mit Österreich 1. Lieber Paul, das Grab von Ivan Lendl beschäftigt sich mit der, auch das habe ich in der Kritik gelesen, Entwicklungshilfe-Safari. Das heißt, es sind Menschen, die meist aus Idealismus, aber auch aus Abenteuerlust, diese Zeit, wo man was einbringen muss, kann man sich kaum entziehen für den Staat, für die Gesellschaft, indem man etwa zum Heer geht oder als Zivildiener dient, die diese Zeit nutzen wollen, ins Ausland zu gehen. Und dein Roman beschäftigt sich mit jungen Menschen, die hier Rumänien gewählt haben und hier unter Anführungszeichen ein wenig Entwicklungshilfe leisten. Und daraus machst du ein bisschen einen Krimi, einen Thriller. Du beschreibst das kurze Leben des Ivan Lendl, eine Anspielung an den großen Tennisspieler, aber der in Wahrheit ganz anders heißt. Und von dem, wie von einer Legende erzählt wird, von anderen Zivildienern, der ums Leben kommt. Man weiß nicht, ist es ein Unfall, ist es ein Selbstmord, ist es womöglich Mord. Und mit der Schwester von diesem Ivan Lendl, ich glaube Peter heißt er, versucht ein Zivildiener, noch relativ neu, das ist der Herr Pich, versucht das aufzuklären und da Näheres zu erfahren. Und dann verbindest du das sehr schön, was mir gefällt, mit fast einem kleinen literarischen Roadmovie, das heißt, die fahren in Rumänien herum und man lernt auch viel über das Land selbst, das von großer Schönheit geprägt ist, aber man lernt auch viel über die sozialen Probleme dieses Landes und über die Verwerfungen. Was hat dich zu diesem Thema geführt, lieber Paul? Warum hast du dir zum einen das Zivildienerproblem gesucht für diesen sehr, sehr schönen literarischen Entwurf und Entwurf und zum anderen Rumänien in dieser Vielfalt? Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Die Kurzversion, die natürlich ein wenig im Raum steht, ist vielleicht eine autobiografische Antwort. Ich habe selbst den Zivildienst als in Rumänien abgeleistet. Warum habe ich mir das Ganze ausgesucht? Naja, was mich besonders interessiert in der Literatur, sind Fragen von Gemeinschaft, ganz verschiedenen Formen von Gemeinschaft oder auch Familien, Fragen von Verantwortung oder auch Einsamkeit. Und da war es für mich immer eine Idee, vielleicht diese Figur oder die Zivildiener, die in Österreich ja eigentlich sehr präsent sind in ihrem täglichen Tun, aber zum Beispiel in der Kunst oder Literatur vergleichsweise unterrepräsentiert sind, diese auch einmal mit einer Geschichte nach vorne zu bringen und eben ganz junge Menschen in einer Situation zu zeigen, wo sie sehr auf sich selbst zurückgeworfen sind, weil sie ins Ausland gehen, dort vielleicht nicht auf gewohnte soziale Netze zurückgreifen können. Und das hat sich dann für mich auch, denke ich, befördert durch die Zeit der Pandemie, als geeigneter Stoff angeboten. Ich bin im Lockdown gesessen, hier konnte ich einen Roman schreiben, wo ich junge Menschen vergleichsweise frei quer durch Europa schicken konnte. Und ja, das war eben dann das Ergebnis, hältst du in den Händen. Es kommt ein bisschen so auch heraus, der Unterschied zwischen Österreich und Rumänien. Also es gibt da schon ein starkes Wohlstandsgefälle, aber es gibt auch innerhalb von Österreich ein starkes
Wohlstandsgefälle und gerade die Zivildiener, die sind am unteren Ende dieses Wohlstandsgefälles, dieses Abfalls in diesem Fall. Also Abfall im Sinne des unteren Randes des Einkommens. Es werden ja junge Menschen verpflichtet, hier Dienste zu leisten. Und wenn man sich anschaut, welche Gegenleistungen der Staat dafür erbringt, so kann man hier zumindest geteilter Meinung sein. Und ich habe da eine Stelle herausgenommen, lieber Paul, die würde ich gerne vorlesen. Da geht es um die Frage, wie denn das ist mit der Sozialversicherung etwa der Zivildiener. Ich habe gestern noch angefangen herumzutelefonieren und heute in der Früh gleich weiter. Der Ivan war in Österreich nicht sozialversichert. Hast du das gewusst? Ich weiß nicht mal, ob du in Österreich sozialversichert bist. Sei nicht frech, natürlich bin ich in Österreich sozialversichert. Bin ich in Österreich sozialversichert? Du, natürlich bist du in Österreich sozialversichert. Du bist ja einer von uns, ein Zivildiener. Ein ganzes sattes Pensionsjahr bekommst du. Sozialversichert, natürlich bist du sozialversichert. Aber der Ivan war keiner von uns, verstehst du? Nicht mehr. Also war er nicht mehr bei uns sozialversichert. Er war aber auch bei niemandem sonst in Österreich sozialversichert. Verstehst? Okay. Aber pass auf, in Rumänien war er auch nicht sozialversichert und das ist ein Problem, verstehst? Nein, verstehst nicht, na klar. Und dann wird herum diskutiert, wer denn nun das Begräbnis zahlt, dieses Ivan Lendl, der hier zu Tode gekommen ist. Und dann kommt man auf eine Einrichtung der Zivilgesellschaft. Bich schwieg. Na egal, ich rufe jetzt einmal alle Auslandsversicherungen an, die ich kenne. Wir haben ja eine für ihn abgeschlossen damals. Glaubst du, dass er die weiterbezahlt hat? Nein, glaube ich auch nicht. Aber glauben heißt nicht wissen. Ich rufe mal an. Und dann Pause. Vielleicht war er beim Alpenverein, sagte Bich. Sagt an und für sich viel aus über Situationen auch in Österreich, sagt aber auch viel aus über doch eine gewisse Bereitschaft, auch Risiken, soziale Risiken, auch sonstige Risiken, wie gesagt, das Ganze ist ein Thriller, von jungen Menschen auf sich zu nehmen, auch im Hinblick auf die Zukunft, auf ihre Weiterentwicklung. So würde ich das lesen, oder siehst du das anders, lieber Paul? Ja, ich denke, da geht es ganz stark in diesem Roman um eben Hierarchien und soziales Gefälle. Hier in der beschriebenen Szene ist es eben so, dass es um einen ehemaligen Zivildiener geht, der dann keinen Anschluss gefunden hat an irgendeine Form von gesicherter Existenz und der nun zwischen den Sozialsystemen lebt und nun auch gestorben ist und nun auch in seinem Tod kaum zu versorgen ist, oder es ist zumindest nicht so einfach. Also natürlich gibt es in dem Roman ein Gefälle oder ein Unterschied zwischen Ost und West. Dann gibt es natürlich eben die Zivildiener per se, die, du hast es ja skizziert, da in einer vergleichsweise prekären, wenn auch schon eingebundenen Situation sind. Aber auch die Zivildiener in diesem Roman haben unter sich ein soziales Gefälle. Es ist auch ein Roman, der ein wenig eine Männergruppe beschreibt, in der natürlich vergleichsweise streng hierarchisiert wird, wo man auch sehr stark merkt, was sind das für unterschiedliche Menschen, aus was für unterschiedlichen Hintergründen kommen sie. Es ist ein großer Unterschied, ob ich allein der Fremde bin und schon vielleicht eine Berufsausbildung abgeschlossen habe, ob ich über Geld verfüge, ob ich Eltern habe, mit denen ich mich verstehe und die vielleicht auch aus der Fremde helfen können. Das sind alles Dinge, die ich versucht habe, in diesem Roman zueinander zu bringen. Was mir auch ganz wichtig ist in der Literatur, ist, dass sie Menschen beschreibt, wie diese tatsächlich leben und leben müssen. Und dann sind für mich Dinge wie, was ist ein Gehalt, was ist ein Einkommen, was ist eine Versicherung, was schützt uns im Leben vor den Unglücksfällen? Das ist für mich ein wichtiger literarischer Stoff, der nicht zu kurz kommen soll. Ja, und die Gewalt spielt auch eine wesentliche Rolle. Du beschäftigst dich auch mit Ludwig Tieck. Und Ludwig Tieck steht ja mit Wackenroder am Beginn der Romantik. Mhm. Und diese romantische Idee, nicht nur wieder zurück zur Natur, sondern auch ein bisschen auch eine Nonchalance gegenüber dem, was materielle Werte sind und materielle Entwicklungen. Aus dem Leben eines Taugenichts, etwa von Eichendorff. Du machst dich in diesem Projekt auch auf die Suche der Bibliothek von Ludwig Tieck. Aber nehmen wir die Romantik
Und ganz kurz bitte, lieber Paul, wir sind schon ziemlich am Ende unserer Sendung. Diese Road-Movie-Story und das Hinausgehen, zuerst das Gefühl haben, was Gutes zu tun gegenüber den Menschen oder für die Menschen, aber dann sehen, das Ganze endet dann oft auch in Langeweile, in Desillusion, vielfach auch in Alkohol. Mhm. Ist das etwas, was man allgemein so sehen kann für Zivildiener, die Österreich, wenn auch nur für kurze Zeit, den Rücken kehren? Ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Schwarzbuch-Zivildienst ist. Ich glaube, der Auslandszivildienst ist eine sehr wichtige Einrichtung, die den Leuten große Chancen bietet. Ich glaube, auch vielfach wichtig ist der Zivildienst für die Personen selbst, die gehen und die Gelegenheit haben, so etwas zu erleben. Wie viel sie jetzt Leuten helfen können, das ist immer so eine Frage. Was ich mir generell wünschen würde, gerade für den Zivildienst in Österreich, wo ja in sehr prekären Umständen, denke ich, strukturelle Defizite ein wenig kaschiert werden, ist eine gute Ausbildung und vor allem auch eine gute Begleitung der Menschen in Supervision oder Ähnlichem. Das, denke ich, ist etwas, das mir wichtig ist. Wunderbar, ein schöner Schlusssatz, lieber Paul Ferstl. Das Grab von Ivan Lendl, absolut zu empfehlen. Meine Damen und Herren, ich danke fürs Zusehen.